Der Eckes hat es kurz schon erklärt, mein Vortrag dreht sich um die Netzneutralität. Es geht nicht so arg um die Netzsperren hier jetzt in dem Vortrag. In meinem Programmantrag fürs Grundsatzprogramm ist es zwar auch mit drin, aber hier geht es jetzt mal speziell um Netzneutralität, weil das das weniger triviale Thema ist, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig und wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, ergeben sich dann nicht unbedingt alle Sachen von alleine. Ihr seht es hier schon, das ist so mehr oder weniger das inoffizielle Logo geworden von der Netzneutralität. Ich werde es ein bisschen erklären. Wir werden dann auch mal fleißig Bits und Bytes durchzählen. Ich werde euch erklären, wie Routing funktioniert und vielleicht lese ich euch auch noch ein paar RFCs vor, damit wir hier viel Spaß haben. Ich glaube, das wird prima. Bitte? Ich referiere sie auswendig. Okay, in Wirklichkeit geht es natürlich um schamlose Werbung für meinen Grundsatzprogrammantrag, wo ich solche Themen behandle wie Netzsperren eben auch, Breitband, Netzneutralität eben auch und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, Schwerpunkt heute ist Netzneutralität. So, was das ist, das wisst ihr bestimmt alle. Irgendjemand eine Idee, was das ist? Ja, ich wusste doch, wir nicht richtig. Ich wollte mal testen, ob ihr aufpasst. Das ist natürlich das, wie wir es kennen und wie wir es lieben. Das Internet hat ein paar ganz außergewöhnliche Eigenschaften, die es so besonders machen. Und zwar ist das Internet extrem dezentral. Da gibt es nicht irgendwie den Internetbetreiber, der irgendwie sagt, was da passiert oder was nicht passiert. Sondern es sind jede Menge Teilnetzwerke, die aneinander gekoppelt sind und die sich gegenseitig die Daten hin und her schieben. Und das eben weltweit. Es gibt keine wirkliche Herrschaftsinstanz, es gibt zwar die eigenen, die ganze Sachen ein bisschen überwacht und die Domains kontrolliert und solche Sachen, die IP-Adressen ein bisschen verwaltet. Aber rein prinzipiell könnte man Internet auch ohne ICANN machen. Und es müssten sich nur irgendwelche Provider darauf einigen, das jetzt anders zu machen, dann würde es auch anders gehen. Also eine wirkliche Macht hätte die ICANN im Internet auch nicht. Die organisiert eigentlich eher. Die Daten, die wir ins Internet schicken, die gehen momentan wie durch die Zauberhand von einem Rechner zum anderen. Wenn wir angeschlossen sind ans Internet, geben wir irgendwelche Daten da rein, sagen da und da sollen sie hin, dann finden die ihren Weg quasi wie von alleine. Wie Magie. Allerdings ist es natürlich nicht ganz von alleine. Da freut sich der Nerd natürlich, weil die Daten einfach ankommen und es ist völlig egal, wer die verschickt, es ist völlig egal, wer die bekommt. Was ins Internet reingeht, findet seinen Weg, kommt rein. Zumindest war es bisher nicht. Ja, wer sorgt jetzt eigentlich dafür, dass die Daten da tatsächlich durchkommen? Weil natürlich ist es nicht Magie, sondern es sind Service Provider, die diese Daten routen. Man muss, um das Problem der Netzneutralität verstehen zu können, ein bisschen wissen, wer da eigentlich was macht im Internet. Wichtig sind die sogenannten Carrier. Das sind die Service Provider, die eben die großen Netze betreiben, die Daten entgegennehmen von irgendwelchen Zugang und dann dorthin schicken, wo sie hingehören. Dort unterscheidet man drei Stufen. Das eine ist die Tier 1 Provider. Das sind die richtig großen internationalen, die die dicken Backbones betreiben und ja, das Netz im Prinzip weltweit zusammenhalten und alles miteinander verbinden. Die haben eine Besonderheit, und zwar stehen die quasi alle auf einer Stufe. Also die sind miteinander vernetzt, und wenn einer den anderen Daten schickt, dann routet der die halt einfach weiter. Der kriegt die von irgendeinem Carrier und gibt sie wieder irgendeinem Carrier. Die bezahlen sich dafür normalerweise nicht mehr was, weil die einfach sowieso aufeinander angewiesen sind. Die Tier 2, das sind die kleineren, die sind ein bisschen regionaler, die können nicht das ganze weltweite Netz abdecken. Bei denen ist die Besonderheit, die sind darauf angewiesen, dass sie eben einen großen Tier 1 Carrier ihre Daten hinschicken können, damit die auch überall auf der Welt ankommen. Dafür bezahlen die denen üblicherweise ein bisschen Geld, dass die eben die Daten weltweit routen, weil sie es allein halt nicht können. Dann gibt es noch die kleineren, die Tier 3, das sind so mehr so die für die letzten Meilen, die eben ganz regional die Rechner selber dann ans Internet an
und ja, die Schnittstelle zwischen diesem ganzen Bus an Netzwerk und eben die Rechner, den die habt, dann eben bilden. Also Beispiele wären jetzt zum Beispiel für so einen Tier-1-Provider Verizon oder AT&T, also die richtig großen Global Player. Tier 2 sind also Sachen wie die Deutsche Telekom oder Tiscali, die sich eben an dieses Netzwerk dranhängen, aber trotzdem noch auf die Tier 1 angewiesen sind. Und Tier 3 sind eben die kleinen, sowas wie KBBW ist, glaube ich, Tier 3, auch so regionale Sachen. Außerdem gibt es dann noch die Access Provider, das können dieselben Anbieter sein, müssen aber nicht. Das sind letztlich die, die euch euren Internetzugang bieten und dafür sorgen, dass eure Daten eben ans Internet angekoppelt sind und die üblicherweise auch alles durchrufen, was da so kommt. Ja, also die sind bisher dafür zuständig, so in Kombination, dass wenn ihr eurem Access Provider irgendwelche Daten gebt, dann wuseln die sich durch zu eurem Server, wo auch immer das steht. Wenn irgendjemand bei eurem Server was abruft, dann steht auch unser Provider und der wuselt es dann wieder zu dem, der das haben will. Ja, das funktioniert bisher eigentlich ganz gut und ich denke, wir alle wissen, was für Konsequenzen das hat. Das hat nämlich sehr viel Innovation erzeugt, sehr viele verschiedene Angebote, sehr viele verschiedene Konsumenten für die Angebote. Räumlichkeiten sind kaum noch relevant im Internet, weil alles irgendwie ankommt, egal wo derjenige sich jetzt befindet auf der Welt. Und es funktioniert einfach. Dieser Zustand war lange Zeit üblich, ist aber nicht irgendwie naturgegeben. Es müsste nicht so sein. Es war bisher halt so, aber es wird immer häufiger in Frage gestellt. Das ist jetzt hier nur für den Effekt, damit ihr wisst, jetzt kommen die Bösen. Die sind dramatisch zu erzeugen, weil die Provider läuten so langsam aber sicher das Ende der Netzneutralität ein. Das heißt, die sind langsam aber sicher auf den Geschmack gekommen, dass sie ja die Möglichkeit haben, manche Leute zu bevorzugen, manche Leute zu benachteiligen. Und davon möchten die jetzt gerne Gebrauch machen. Warum ist das auf einmal so? Ihr habt vielleicht schon mal diesen Satz hier gehört. Das Internet ist a series of tubes. It's not a big truck. Das hat ein amerikanischer Senator vor einigen Jahren schon mal gesagt. Das ist der Ted Stevens gewesen. Der war in den USA damals zuständig für Netzregulierung. Und das war zu einer Zeit, als in den USA die große Diskussion um Netzneutralität getobt hat. Das war schon ein paar Jahre, bevor das bei uns losging. Und der hat das auf ganz tolle Weise dargestellt, was das Problem ist. Nämlich, dass die Bandbreiten im Internet eben begrenzt sind, im Prinzip. Und dass, wenn viele Daten reinkommen, eben nicht mehr unbedingt alles sofort so, wie man es will, zugestellt werden kann. Kleine Anekdote am Rande, der Ted Stevens sitzt inzwischen im Knast, weil er sich herausgestellt hat, dass er noch korrupt ist bis zum Anschlag. Aber das hat mit dem jetzt relativ wenig zu tun. Aber nur mal so zur Geschichte von Herrn Stevens. Er kann das auch nicht. Bitte? Er kann das sich auch nicht wirklich aus. Nee, er hatte keine Ahnung. Deshalb hat er auch von Series of Truths geredet. Da hatten viele Leute viel Spaß mit der Rede. Ja, die Provider, die kommen jetzt daher und meckern rum, dass es jede Menge Dienste hier im Internet gibt, die viel Bandbreite brauchen. Solche Sachen wie YouTube, die eben tonnenweise Daten durchs Netz schieben, irgendwelche Streaming-Angebote oder was auch immer. Voice-over-IP gibt es da noch und Fernsehen über Internet. Braucht alles viel Bandbreite. Und ja, lasst eben die Leitung aus. Die sagen dann, ja, bei einer E-Mail oder sowas ist es relativ unkritisch, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Film gucken will oder einen Stream und die Daten kommen halt nicht so schnell, wie der Client das abspielen will, dann hakt es halt. Sind die Kunden unzufrieden, ist der Provider unzufrieden und dann möchten wir gerne priorisieren. Wir möchten gerne sagen, okay, wenn jetzt hier jemand YouTube guckt und das ist sehr wichtig, dann priorisieren wir YouTube. Die Daten kommen schneller durch und wenn jemand was anderes macht, dann dauert es bei dem halt länger.
das aber nicht so wichtig ist. Hat jetzt aber das Problem, dass die natürlich das nicht einfach so machen, weil sie YouTube mögen, sondern die gehen zu YouTube hin und sagen, hey, wenn ihr wollt, dass eure Videos schnell durchlaufen, dann gebt uns mal Kohle dafür. Das kann man prinzipiell machen, dann zahlt YouTube eben Geld an die großen Provider, an die Carrier oder an wen auch immer. Die priorisieren dann YouTube und alle sind glücklich. Außer die Konkurrenz von YouTube. Weil wenn man nämlich zum Beispiel ein MyVideo anschauen möchte, dann googelt es vielleicht trotzdem. Dann hat MyVideo das Problem mit den schwarzen Ketern. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann bezahlt MyVideo halt auch. Freuen sich die Provider noch mehr, MyVideo freut sich auch. Aber alle anderen, die vielleicht auch gerne einen Videodienst an den Start bringen wollen, irgendwelche Startups, die können sich das halt nicht leisten, die Summen zu bezahlen, die eben YouTube bezahlt, beziehungsweise Google in dem Fall. Sprich, die Innovationskraft wird dadurch letztlich geschädigt, weil eben die mächtigen Leute am Markt, die viel Kohle haben, sich die Bandbreite krallen und die anderen gucken in die Röhre. Das hat noch einen ganz, ganz fiesen Nebeneffekt. Für den Carrier bedeutet das natürlich, wenn er eine schlechte Bandbreite liefert und die Dienste eben nicht schnell genug ihre Daten durchs Internet schicken können, dann kann er durch Priorisierung Geld machen. Das heißt, er hat quasi sogar einen Anreiz, wenig Bandbreite zur Verfügung zu stellen, weil er dann eben höhere Priorisierung verkaufen kann. Ja, und so möchten wir es gerne haben. Aber ist es denn tatsächlich so? Muss es denn so sein, dass die Bandbreite nicht ausreicht? Es gibt zwei unterschiedliche Sachen, die man hier betrachten muss. Das eine ist das Festnetz. Beim Festnetz ist es so, dass prinzipiell die Kabel verlegen können ohne Ende. Also diese ganze Erdoberfläche vollgestopft ist mit Kabeln, wenn man so will. Es gibt keinen physischen Grund, warum man nicht mehr Bandbreite unter die Erde legen soll. Das ist einfach nur eine Frage der Investition. Der Witz ist aber natürlich, wenn die Geld verdienen können, indem sie nicht investieren, weil sie dann priorisieren, dann investieren sie natürlich auch nicht. Dann geben sie natürlich lieber Geld für Priorisierung. Im Funknetz ist es nochmal ein bisschen anders. Da gibt es ja Frequenzen, wo das ganze Zeug durchgeschickt wird und die sind halt schon endlich. Also man kann nicht mehr Frequenzen dann mit dazu machen. Außer die Technik kann irgendwie andere Frequenzen noch nutzen, die man vorher nicht nutzen konnte. Aber das kann man zumindest nicht beliebig ausdehnen. Worum es natürlich eigentlich geht, ist nicht die knappe Bandbreite, sondern es geht darum, Zusatzpriorisierung verkaufen zu können. Das Bild habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, ist auch ein bisschen durch die Blogs gegangen. Was die Provider gerne möchten, ist Zusatzdienste verkaufen. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, ihr bekommt jetzt ein Standard-Internet, das kann, was weiß ich, Google und sonst nichts. Und wenn ihr jetzt wollt, dass YouTube funktioniert, müsst ihr einfach mehr bezahlen. Dann haben die einen Vertrag mit YouTube, dass eben ihren Kunden, die mehr bezahlen, eben YouTube schneller durchleiten lassen. Dann kassieren sie schön einmal vom Kunden und kassieren einmal von YouTube. Pech haben natürlich die, die sich das wieder nicht leisten können. Fies wird es auch bei solchen Sachen, wenn zum Beispiel Blogs runterpriorisieren. Und dann kommen die ganzen Blogger an und sagen, ja klar, wir kaufen uns das Blogger-Paket, weil wir wollen ja bloggen und wollen, dass es schnell ist. Und dann bloggen die da und merken, dass sie keine Leser haben, weil ihre ganzen Leser, die jetzt halt vielleicht sporadisch mal einen Blog schauen, die denken nicht mal dran, irgendwie extra Kohle für das Blogger-Paket zu kaufen. Und dann erreicht man mit Blogs die halt nicht. Schöne neue Welt. So. Die Theorie der Politik ist bisher gewesen, also noch ist es eigentlich so, der Markt wird es schon richten. Die Idee ist, wenn jetzt unser Provider ankommt und verlangt für Blogs extra Kohle, dann gehen die Kunden halt zu einem anderen Provider. So sollte das theoretisch laut Markt sein. Wir kennen es allerdings aus der Praxis, dass es nicht unbedingt immer so funktioniert. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Vodafone, hat ja vor ein paar Jahren auch mal sich für Netzsperren ausgesprochen und dann war da alle groß empört. Und Vodafone geht ja gar nicht mehr, aber dass die irgendwie dadurch pleite gegangen wären oder dass irgendwie alle zu anderen Providern übergewechselt sind,
hat man jetzt eher nicht so wahnsinnig viel davon gehört. Man kennt es auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel mit dem Atomstrom. Da wird immer getrommelt, hey, wenn ihr keinen Atomstrom wollt, dann geht halt zu einem anderen Anbieter. Aber die Leute sind letztlich so träge, dass es nicht wirklich funktioniert. Und ja, die meisten dann eben mit diesem eingeschränkten Internetangebot nachher sitzen bleiben. Ja, ein Markt regelt es dann halt auch nicht. Das zeigt die Erfahrung einfach aus anderen Gebieten. In der Netzneutralität hat es bisher zwar funktioniert, aber es ist eben jetzt momentan bedroht. Eben weil es diese Geschäftsmodelle gibt und wo es Geld gibt, da holen sich die Provider auch Geld. Ja, die Lösung natürlich braucht es mal wieder uns, weil die anderen Parteien nicht in die Puschen kommen. Die lassen sich in Berlin gerade von Leuten, die sich mit sowas auskennen, erklären, wie das funktioniert. Und holen sich aber natürlich auch die Provider mit ins Boot, die ihnen das genaue Gegenteil erzählen. Was ja auch kein Wunder ist, weil die wollen ja Geld verdienen. Und im Endeffekt wird natürlich auch nichts Produktives dabei rauskommen, wie immer. Deshalb braucht es eben wieder uns. Aus diesem Grund habe ich auch diesen Programmantrag geschrieben, fürs Grundsatzprogramm, der die Netzneutralität, die so in Ansätzen in unserem Programm schon enthalten ist, nochmal deutlicher und klarer festschreiben soll, weil ein paar klare Ansagen und vor allem ein paar klare Absagen machen an eben solche Geschäftsmodelle, die letztlich zu Diskriminierung führen, die letztlich die Innovationskraft des Internets einschränken und eben ja, die Gleichberechtigung schöpfen und deshalb finanzstarke Firmen, Unternehmen, Medien eben bevorzugen vor Leuten, die das eben ohne Profitinteresse machen und die sich eben höhere Priorisierung nicht leisten können. Wichtig ist dabei, dass man immer daran denkt, es geht hier tatsächlich um staatliche Regulierung. Also es geht darum, der Staat greift in die Netze ein. Du kannst es nicht so vorstellen, wie alles soll Friede, Freude, Eierkuchen sein, wir halten uns komplett raus, sondern wenn man das wirklich verhindern will, dass es auch unbedingt verhindert wird, muss man staatliche Regulierung an den Start bringen, muss man Gesetze machen, Regulierungsbehörden da aufsetzen oder wie auch immer man es löst. Aber man schafft es nicht, das Problem zu lösen, indem es einfach laufen lässt. Man braucht staatliche Eingriffe, auch wenn man noch so gegen Staat ist. Der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist einfach, das Internet zu einer geschützten Infrastruktur zu machen. Es gibt heute schon Infrastrukturen, die eben gesellschaftskritisch sind. Man denkt zum Beispiel an das Stromnetz oder an das Verkehrsnetz. Wenn die Stromanbieter irgendwann mal sagen, nö, wir haben jetzt kein Bock mehr, gescheite Stromnetze zu bieten, dann wird natürlich der Staat daherkommen und wird dafür sorgen, dass es gescheite Stromnetze gibt, weil die Gesellschaft es einfach braucht. Und ähnlich sehe ich es auch mit dem Internet. Es wird immer bedeutender, auch dass es diskriminierungsfrei funktioniert, wird immer wichtiger. Deshalb soll das Internet quasi auch zu so einer Infrastruktur auserkoren werden und eben unter staatlichen Schutz gestellt werden. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man von Netzneutralität spricht, dass Netzneutralität nicht unbedingt immer gleich Netzneutralität ist. Der Begriff ist nicht fest definiert. Ein Großteil des Streits dreht sich wie immer darum, was Netzneutralität eigentlich ist. Es gibt prinzipiell mehrere Möglichkeiten. Man kann sagen, Netzneutralität ist absolutes Diskriminierungsverbot. Das heißt, Augen zu und durch, wenn irgendein Datenpaket ankommt, hat es gefälligst weitergeboten zu werden mit aller Kraft, die eben Datenbandbreite, die zur Verfügung steht. Hat eben das Problem, dass man diese ganzen Quality of Service-Geschichten, dass man eben Video on Demand und solche Sachen auch mal zum Googlen bringen kann, wenn eben das Netz an der Stelle jetzt halt doch nicht so breitbandig da ist, wie es sein sollte. Oder es kommen irgendwie Piraten und machen einen Parteitag und jeder geht gleichzeitig ins Internet, dann wird es halt mal happig. Was man auch tun kann, ist zumindest mal Quality of Service zu erlauben. Das heißt, man erlaubt den Providern bestimmte Dienste festzulegen, die höher priorisiert werden. Zum Beispiel Voice over IP. Dass die halt sagen, ja, wenn da Voice-over-IP-Pakete kommen, dann müssen die mit mindestens so und so viel Datenrate durchgeschickt werden, egal wie viele andere da gerade mit ihren Clouds im Netz unterwegs sind. Die dritte Möglichkeit ist zu sagen,
Man erlaubt den Providern, dass sie eben unterschiedlich schnelle Angebote machen, aber sie müssen es dann allen gleich anbieten und dürfen dann nicht sagen, ja, hier Newsseiten, die kriegen von uns mehr Bandbreite und Blogs, die haben gar keine Chance, die kommen nicht in unser Netz oder sowas. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man Netzneutralität verstehen kann, aber das sind so die drei prinzipiellen, die sich halt eben im Ansatz, in der Schärfe unterscheiden. Der Antrag, den ich geschrieben habe, der ordnet sich so ungefähr zwischen den ersten beiden ein. Der ist so formuliert, dass Quality-of-Service-Maßnahmen nicht ausgeschlossen sind, weil es einfach unrealistisch ist. Man hätte einfach nichts davon, wenn Video-on-Demand-Dienste rubbeln würden für alle, weil man jetzt halt unbedingt Netzneutralität haben will, dann ist es halt für alle schlecht. Da hätte man nichts gewonnen. Das heißt, mein Antrag formuliert es so, dass Quality of Service erlaubt ist, aber nur, wenn es nicht durch Netzausbau anders regelbar wäre. Das heißt, wenn die Provider einfach zu faul sind oder zu geizig, ihre Bandbreite zu erhöhen und neue Kabel zu verlegen, dann muss das reguliert werden und muss gesagt werden, nö, so nicht. Da könnt ihr jetzt nicht einfach Quality of Service einschalten. Baut erstmal eure Netze aus. Dafür muss man eben eine gesetzliche Regelung, eine Regulierung finden. Genau, also es gibt quasi in dem Antrag, das sind natürlich für die Provider, Quality of Service zu machen, aber streng reguliert. Es muss unter ganz, ganz eng gesetzte Grundsätze kommen, damit es eben nicht missbraucht wird. Und dann kann man das grundsätzlich auch zulassen, weil wie gesagt, völlig ohne Quality of Service, ohne Priorisierung ist es dann einfach kaum noch realisierbar. Es gibt noch ein paar andere Maßnahmen, die man tun kann, um Netzneutralität zu fördern. Eine davon haben wir schon in unserem Grundsatzprogramm drinstehen. Dezentralisierung, da geht es um die berühmten Infrastrukturmonopole. Je mehr Provider hier mit am Werk sind, je mehr verschiedene Möglichkeiten es gibt, die Daten durchs Internet zu routen, desto weniger ist man auch erpressbar. Das heißt, desto weniger kann jetzt irgendwie ein Provider sagen, ja nö, wir machen das jetzt einfach. Und alle anderen müssen dann mitziehen, weil sie sonst ihre Daten nicht mehr durchs Internet bekommen. Je dezentraler das Ganze geregelt ist, desto eher der Druck raus, das Erpressungspotenzial. Wir haben auch in unserem Grundsatzprogramm jetzt schon drinstehen die Förderung von unkommerziellen Projekten für den Netzausbau, sowas wie Freifunk und solche Geschichten fallen darunter. Die können dir natürlich auch helfen, einfach Vielfältigkeit zu fördern und das Erpressungspotenzial rauszunehmen. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wo man ansetzen kann, um die Netzneutralität wirklich sicherzustellen, damit die nicht unterlaufen wird. Das Problem der sogenannten BPI, das ist die Backend Inspection. Das bedeutet letztlich, dass der Provider nicht nur einfach irgendwelche Pakete durchroutet, sondern er guckt sich an, was ist das für ein Paket. Und wenn er das anguckt, kann er natürlich entscheiden, ja, nö, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Töpfchen oder was andersrum, egal. In dem Fall kann er die unterschiedlich behandeln, die Datenpakete, je nachdem, was es für welche sind. Zum Beispiel, je nachdem, was es für ein Dienst ist. Wenn der Provider jetzt keinen Bock auf Computerspiele hat, dann kann er irgendwie die Daten analysieren und kann sagen, ja, das ist hier Computerspiel-Traffic, der fliegt jetzt einfach mal raus. Dafür müssen wir uns nochmal kurz das IP-Paket angucken, um sagen zu können, wie es eigentlich funktioniert. Also die ganzen Pakete, die durchs Internet geschickt werden, die haben sogenannte Kopfdaten. Da ist die Absenderadresse drin, die Zieladresse und diese ganze Schmuh, den man eben braucht, um das Paket durchs Internet zu kriegen. Und hier gibt es eine kleine Besonderheit, den Type of Service. Der ist eigentlich dafür vorgesehen, solche Quality of Service Maßnahmen zu machen, ohne das Paket wirklich komplett analysieren zu müssen. Da kann quasi der Absender vermerken, ist das jetzt ein hochwichtiges Paket oder ist das nicht so wichtig. Das heißt, Quality of Service ist grundsätzlich auch denkbar, ohne dass der Provider jetzt das ganze Paket analysiert und mitliest, was da jetzt durchs Internet geschickt wird.
Wichtig sind auch noch Ihre Absender- und Zieladressen. Dort wäre es eben wichtig, dass die nur fürs Routing verwendet werden und dass man jetzt nicht bestimmte Absender eben anders behandelt als andere Absender, weil wir sonst wieder in diese ganze Problematik reingeraten. Man könnte hier rechtlich regulieren und sagen, hier, dies und jenes dürft ihr nicht machen. Man muss es halt wollen. Ganz wichtig ist, dass die eigentlichen Daten, die an dem Paket dranhängen, wenn es jetzt eine Mail ist an eure Geliebte oder wenn es euer YouPorn-Video ist oder was auch immer das ist, dass sie das eben nicht anschauen dürfen und nicht eben feststellen dürfen, was ihr im Internet macht. Dann ist es auch grundsätzlich schwieriger, die ganze Neutralität wirklich zu durchbrechen, weil dann einfach ein paar Möglichkeiten schon wegfallen. Ja, der Eck ist ja vorhin schon erwähnt. Ich habe es auch erwähnt, ich mache schamlos Werbung. Der Antrag, in dem das, was ich gerade eben erzählt habe, drin verankert ist, unter anderem, sind auch Themen wie Netzsperre noch drin und ja, der Breitbandausbau ist noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und es gibt eben auch zwei Folgeanträge, wo wir den Umgang mit Internet zu tun haben. Der Mitte, da geht es noch um Medienkompetenz und bei dem letzten geht es um eben weltweite Förderung von Internetkonnektivität. Das hier sind die Anträge, die ich dazu gestellt habe. Und ich habe jetzt rein zufällig auch die Antragsgruppe hier mit aufgelistet, die man Müller könnte, wenn man in Chemnitz ist. Weil wir ja ein Alex-Müller-Verfahren haben und nur reinkommt, was die Müller wird. Und dann nimmt sich die Gelegenheit, auch einfach mal eine schamlose Werbung dafür zu machen. Weil ihr alle so brav aufgepasst habt, kommt ihr zum Schluss noch Katzen an. Das wär's. Was würde passieren, wenn man gar nichts macht, also keine staatliche Bewegung oder sonst irgendwas, dann würde das beschriebene Anfangs-Horror-Szenario wohl einfällt? Also es ist so, die ganzen Provider, die ISPs, die Carrier, wer auch immer damit zu tun hat, sind natürlich alles betriebswirtschaftliche Unternehmen. Abgesehen vielleicht von irgendwelchen Freifunkern, die in ihrem Netz rumfunken, in ihrer Stadt. Und die möchten natürlich Gewinn machen. Und das ist ganz natürlich und auch nicht weiter verwerflich, dass sie sich irgendwie überlegen, wie sie den Gewinn erhöhen können. Und das Internet bietet eben Möglichkeiten, über Priorisierung, über Diskriminierung eben abzusagen. Und meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, dass es immer mehr und mehr wird. Erste Ansätze dazu gibt es schon. Google hat zum Beispiel mit Verizon vor einer Weile einen Deal gemacht, um Priorisierung im Funknetzwerk eben zu ermöglichen. Das war so in gewisser Maße ein bisschen ein Tabubruch, aber es gibt eigentlich keinen wirklich logischen Grund, außer jetzt irgendwie die nächste Liebe oder sowas, dass die nicht das weiter treiben und immer mehr Priorisierung da aufbauen und immer mehr dann Geld auch dafür verlangen. Also es ist meiner Meinung nach eine ganz normale betriebswirtschaftliche Folge vom Aufbau des Internets, dass eben das kommen wird, mehr und mehr. Handybetreiber sperren ja auch Skype. Ja. Also es ist im Grunde, und wenn man nichts dagegen tut, wird es vermutlich mehr werden. Das Problem ist, ich bei staatlicher Regulierung sehe, ist das klar. Wenn beispielsweise Deutschland ein Gesetz zum Thema Netzneutralität verabschiedet, betrifft das per se nicht nur die Tier 3 oder höchstens vielleicht das Tier 2. Tier 1 ist ja, soweit ich es verstanden habe, mehr oder weniger transnational und damit eigentlich, solange es keine internationale Regelung diesbezüglich gibt, ist es auch mehr oder weniger, kann da trotzdem es zu Einschränkungen der Netzneutralität kommen. Ich glaube, die wenigsten von uns werden jetzt nur, ich sag mal, innerhalb von Deutschland surfen, sondern sind halt mehr oder weniger auch angewiesen, die einzufangen. Ja, das Schöne an der Geschichte ist, dass diese Netzneutralitätsdebatte inzwischen eigentlich in allen möglichen Ländern droht. Zumindest in den Industriestaaten geht es eigentlich überall ab, gerade zurzeit. In Frankreich gibt es zum Beispiel die Electronic Frontier Foundation, ich glaube, es sind Franzosen. Nee, die Franzosen sind andere. Also die Electronic Frontier Foundation sind, glaube ich, Amerikaner, aber vor allem in Frankreich gibt es auch La Quadrature du Net, heißen sie, glaube ich. Und in anderen Ländern gibt es es auch, die eben dieses Problem erkannt haben
das Problem auch angehen, die ihre Politiker bequatschen, denen klar machen, dass das Problem existiert und dass sie was tun sollen. Und ja, gerade Hoffnung ist natürlich, dass andere Staaten das auch machen. Und das bringt im Endeffekt wirklich nur dann viel, wenn möglichst viele Staaten mitmachen. Ich meine, so ein Staat wie Iran oder China wird man da wahrscheinlich allzu schnell nicht dazu bringen, da mitzumachen. Aber schön ist natürlich auch, weil da gibt es natürlich auch viel Potenzial. Und darauf zielt auch der dritte Teil von meinem Grundsatzprogrammantrag ab, diese Geschichten eben weltweit auch zu fördern und dort eben weltweit auch dafür zu werben. Man kann natürlich weltweit nicht irgendwie Befehle erteilen oder Gesetze machen, aber man kann sich trotzdem dafür einsetzen. Und ja, das stimmt natürlich, damit es wirklich was bringt, muss es zumindest mal in den Industriestaaten, wo die ganzen Server stehen und so weiter, muss es umgesetzt werden. Aber dann muss man anfangen. Ja. Wenn man das Ganze jetzt unter Staatsschutz stellt, also man quasi eine Marktregulierung einführt, ist es dann in der Long Run nicht so, dass man eher eine Problemverlagerung betreibt, da ja dann für den Staat natürlich auch gewisse wirtschaftliche Aspekte nicht ganz von Bedeutungslosigkeit sein können? Ja, das ist das Problem jetzt gerade, dass der Staat quasi sagt, naja, ihr Unternehmen, ihr macht mal, wenn ihr mehr Profit verdient, dann kriegen wir mehr Steuern und so und dann lassen wir das mal laufen. Aber deshalb sage ich ja, deshalb braucht es uns. Natürlich, dass es eben nicht mehr über dieses Mittel Steuern funktioniert, sondern dass, wenn das erstmal unter Staatsschutz steht, der Staat irgendwann auch drauf kommt, hey, könnte ich ja eigentlich auch machen. Oder professionellen Seiten weiter kann und tut der Staat auch. Tut er auch jetzt schon. Und dass er das nicht mehr tun soll, steht auch in meinem Grundsatzprogramm. Also der Punkt Staat, auch staatliche Dependent Inspection und solche Sachen, ist ja auch mit berücksichtigt. Der soll das Gefängnis natürlich auch bleiben lassen, weil sonst bringt es natürlich auch nicht wirklich viel. Dann werden halt nicht die diskriminiert, die kein Geld haben, sondern die, die der Politik nicht gegeben sind. Das geht natürlich genauso wenig. Ist aber letztlich eine Frage des politischen Willens. Also ob man diese staatliche Regulierung überhaupt einführt und ob der Staat selber auch die Finger davon lässt, ist eine reine Frage von politischem Willen und ja, der kommt letztlich aus dem, was die Wähler wählen. Und wenn die halt CDU wählen, dann kriegen sie es halt nicht. Und sonst wählen, kriegen sie es nicht. Ja, es ist einfach politischer Wille. Da gibt es keinen irgendwie höheren Mechanismus, der dafür sorgt, dass irgendwas so oder so ist. Das ist eine Entscheidung von der Gesellschaft. Und wenn die einziehen, dass das Internet wichtig ist und dass die Neutralität im Internet wichtig ist, dann lässt sich das auch durchsetzen. Bei der Debatte um die Netzneutralität bei der Enquete-Kommission des Bundestags, da ging es nicht nur um diese technischen Geschichten jetzt auf Quality of Service-Ebene und auch nicht darum, dass Provider zum Beispiel jetzt Einzeldienste ganz sperren, also was ich vorhin gesagt habe, Skype sperren oder halt irgendwelche Webseiten, Adressen sperren, sondern da geht es auch um das Thema zum Beispiel, ob ein Provider Haftung für die Inhalte oder für die transportierten Inhalte übernehmen muss oder ob ein Provider wirklich als ja, so ein Postunternehmen gesehen wird, der halt weder in den Inhalt reinschauen darf, noch Verantwortung dafür übernehmen muss. Ja, das ist ja auch ein Netzneutralitätsdebatt. Siehst du da irgendwie die Möglichkeit, dass man das irgendwie unter einem anderen Begriff laufen lässt? Weil das dann auch schon ganz schön verwirrt, wenn man da also zensurfreies Netz auch unter Netzneutralität laufen lässt. Ja, das ist ja immer so. Also ich habe den Punkt, den du angesprochen hast, in meinem Antrag auch drin, schönerweise. Die Überschrift für den ganzen Antrag ist ja nicht Netzneutralität. Es geht ja um die Teilhabe im digitalen Leben. Das erste Kapitel dreht sich darum, Zugang zum Internet überhaupt. Da geht es um Sachen wie Netzsperren und Breitband. Und das zweite Kapitel geht um die Nutzung des Internets. Da ist Netzneutralität ein Themenblock, den ich jetzt hier mal rausgegriffen habe, um den ein bisschen zu erklären. Aber auch Providerhaftung ist natürlich wichtig, weil es ein gewisser Hebel ist, die Provider dazu zu bringen, manche Sachen halt doch zu sperren, denn eben nicht aus Profitgier oder aus sonst irgendwas, sondern einfach, weil sie Angst davor haben, in richtige Probleme halt zu geraten. Es reicht ja schon, wenn sie es nur befürchten müssen. Es gibt ja zum Beispiel immer mal wieder den Wunsch, Peer-to-Peer-Netzwerke zu sperren, was natürlich gemeint ist, um illegales Kopieren zu verhindern, aber überhaupt nicht berücksichtigt, dass es auch legale Nutzung von Peer-to-Peer-Netzwerken gibt. Diese Sachen sind natürlich genauso kritisch wie jetzt eine betriebswirtschaftlich belegte Einstellung der Netzneutralität und müssen auch entsprechend unterbleiben. Ist aber auch eine Frage des politischen Willens.
Das habe ich nicht gesehen, wer zuerst da war. Ich glaube, er war Frank schon. Ja. Wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, dann wird das eigentlich nur funktionieren, wenn der Staat das reguliert und kontrolliert. Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil wenn der Staat das reguliert und kontrolliert, dann hat er eine Machtfülle, die ich ihm eigentlich nicht geben will. Gibt es eine Alternative dazu, dass es ohne diese staatliche Kontrolle gehen würde? Weil das Erste, was man vielleicht mal irgendwann mal machen würde, wäre, dass man sagt, ja, Terrorbekämpfung, Seiten, wo Al-Qaida drin vorkommt, das darf nicht mehr sein, wo wird man anfangen? Und dann wird sukzessive irgendwie eine Zensur eingeführt. Das sehe ich ein Stück weit unabhängig. Internetzensur und solche Geschichten kann ein Staat jederzeit einführen, auch wenn er vorher nicht Netzneutralität reguliert hat. Ich sehe das rein jetzt nicht unbedingt als Folge. Ja, da in China nicht hin würde, die gehen dann halt irgendwelche Umwege. Ja, klar, funktioniert uns auch nicht. Also, dass es keinen Sinn macht, irgendwie das Internet zu zensieren, dann brauchen wir wahrscheinlich nicht diskutieren. Die Regulierung ist ja jetzt nicht technisch gesehen, dass es jetzt einen Router gibt beim Staat, der dann irgendwie Prioritäten verhält, sondern es geht ja um ein gesetzliches Rahmenwerk. Ja, also ja, aber das werden sie vielleicht dann irgendwann auch schaffen, dass sie den Zugriff auch in die Technik haben. So wie es früher so war, dass das Bundeskriminalamt eben einfach bei 1&1 oder was schon direkt zugreifen konnte. Die haben einfach eine Standleitung erfunden. Ja. Das ist ja kein Thema. Ja, es ist halt momentan so, dass die Netzneutralität hauptsächlich aus betriebswirtschaftlichen Gründen bedroht ist und es dagegen eigentlich wenig Mittel gibt, die man wirklich dagegen einsetzen kann. Man kann es indirekt versuchen, indem man, was weiß ich, Einnahmen durch Netzwerkpriorisierung mit 100% besteuert oder irgendwelche Tricks. Aber das klappt halt auch immer nicht so gut. Und eine Möglichkeit, die funktioniert, außer jetzt wirklich Verbote auszusprechen, bestimmte Sachen nur zu erlauben und diese auch durchzusetzen. Und da gehört mit Sicherheit auch ein Stück weit staatliche Kontrolle dazu, die durchzusetzen, das stimmt. Anders kann man nicht regulieren, aber das ist eben der Handel, den man macht. Deshalb war mir das auch wichtig, das vorhin zu betonen, dass wir von staatlicher Regulierung reden und dass es eben der Handel ist, den man macht. Es hat vielleicht auch seine Schattenseite, man muss es natürlich richtig machen. Es ging aber ganz lange gut ohne Regulierung. Ja. In der Anfangszeit hat es noch keinen großartig gekratzt, weil in der Anfangszeit halt diese großen Summen auch nicht da hin und her schockiert wurden. Inzwischen ist es so, Google ist einer der größten Konzerne der Welt. Die haben richtig Kohle und da gibt es richtig was abzusahnen. Und deshalb fängt auch an, sich Priorisierung und solche Sachen zu verkaufen, sich zu lohnen, weil es eben diese Firmen gibt, die Content-Anbieter gibt, bei denen man absagen kann, die gab es eben früher noch nicht. Und ja, das ist die Welt, auf die wir zusteuern, das wird stärker werden. Und wenn man nicht gegensteuert, dann erwischt uns das, meiner Meinung nach. Du hattest vorhin gesagt, der Quantum Service wäre möglich, ohne zwei Datenpakete selber reinzugucken, indem man den Type Service verwendet. Eine Möglichkeit. Dieses Feld Type of Service, wäre es theoretisch geeignet, unter falscher Flagge seine Pakete da unter das Internet zu schieben? Also ist es technisch notwendig, dass da die richtige Information drinsteht? Oder kann es einfach reagieren, dass einer sagt, ich kennzeichne mein Paket als Filmpäckchen und das ist sofort zu verwenden? Das geht natürlich. Also ich wüsste zumindest jetzt nicht, warum es nicht gehen sollte. Aber dann muss der Provider dann halt entsprechend aufpassen, dass er da gerade irgendwas unterjubelt. Und zwar, indem er den Absender vielleicht schon betrachtet, aber eben halt nur, um zu kontrollieren, dass er nichts unterjubelt. Also ist auch so, bei, könnte man das theoretisch bei IPv4 ist es auch ein recht schmales Feld. Ich glaube, nur für 6-Bit oder sowas, da gibt es dann nur ein Bit. Ja. Ich bin interaktiver Traffic, ich bin Batch, also Massentraffic, oder also ich bin Laufzeitsensitiv oder nicht. Bei IPv6 haben sie da das Feld ein bisschen breiter gemacht und da ist es nicht mehr so ein Feld, sondern da kann man praktisch im Prinzip vorher aushandeln. Ich brauche einen hochpriorisierten Strom, das kann man irgendwie über ein anderes Protokoll aushandeln und dann schreibe ich in mein Paket nur noch rein, es gehört zu diesem vorverhandelten Strom. Das heißt, da könnte man dann drauf aufbauen, aber da gibt es noch nichts in dem Bereich. Ja. Das ist dann auch schwierig.
Also es gibt so Protokolle, wo ich dann anmelden kann, ich möchte eine Telefonsitzung machen, dann müsste der Provider dann entscheiden, was weiß ich, ich darf halt, was weiß ich, nur 20 Megabyte Telefon am Tag machen oder ähnliches, das ist dann auch wieder schwierig. Ne? Also man kann es nicht brauchen und das ist halt das Problem bei der Sache. Also dieses Flag muss auch nicht zwangsweise die einzige Möglichkeit sein, um Qualitative Service umzusetzen. Bei der DPI, die Packet Inspection, ist es ähnlich wie bei Netzneutralität generell. Man kann sagen, hier, das eine Feld ist tabu und das andere ist erlaubt. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach halt, dass die Inhaltsdaten tabu sind. Und wie genau man das jetzt gesetzlich einschränkt, was jetzt erlaubt ist und was nicht, das ist einfach nochmal eine Sache, die man genau betrachten muss. Also dieses Type of Service bietet sich an, es funktioniert, es ging. Und wenn man das noch ergänzen muss, weil es anders nicht praktikabel ist, dann lässt sich das auch machen. Ja? Was ist denn nach deiner Auffassung die sinnvollste rechtliche Grundlage dafür? Das Recht auf freie Meinungsäußerung oder der Gleichbehandlungsgrundsatz, dass jeder gleichmäßig und in nicht diskriminierter Art und Weise auch informieren kann? Bei Meinungsäußerung ist natürlich eines der wichtigsten Themen. Ich habe in meinem Programmtext in der Einleitung zwei genannt. Das eine war die Meinungsfreiheit, das andere war, habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber noch ein Grundrecht. Das Ganze berührt und also um dies sicherzustellen, auch im Internet, muss man eigentlich was tun. Ja, die Frage ist halt, wie man das bei der Öffentlichkeit anbringt. Ich meine, wenn wir eine solche Forderung haben, sagen wir mal, für den Normalbürger ist das doch also eine etwas sehr theoretische Sache. Der ist gewohnt, dass er seine Meinung über Fernsehen und über die Presse geliefert bekommt, heraus. Und ja, dass er letzten Endes nur Bildzitate bringen muss, um eben eine Meinung zu haben. Und für ihn gilt ja meine Meinung. Das Problem ist doch, dass die Netzneutralität für die meisten Leute ein völlig abstraktes Problem darstellt. Eben ist nicht klar, dass sie da keine freie Meinungsäußerung letzten Endes mehr hat. Das ist eben nicht mehr die Freiheit, zu entscheiden, aus welchen Quellen er sich informiert, wenn die Netzneutralität darauf hinausläuft, dass es nicht mehr jede Information in gleicher Art und Weise anschauen kann, nicht mehr drankommt. Ich sag's mal so, die meisten Leute haben auch keine Ahnung, dass das Urheberrecht verpusht ist bis zum Anschlag. Das wird allerdings mit der Zeit klarer werden, auch mit der Zunahme der Bedeutung des Internets. Und unsere Klientel sind letztlich die Leute, denen das klar ist, die wissen, warum das wichtig ist. Und alle, die nicht wissen, warum das wichtig ist, denen müssen wir es erklären. Also ich würde jetzt nicht unsere Politik daran ausrichten, dass die Leute das nicht raffen. Nein, durchaus nicht. Meine Frage ist also ganz konkret, welchen Ansatz du in deinem Antrag jetzt letzten Endes bringst, damit das Ganze eben auch für die Öffentlichkeit, an die unser Programm ja letzten Endes gerichtet ist, verständlich ist, dass wir eben nicht als Nerd-Truppe da rauskommen, die sagen, wir wollen, dass da in dem IT-Paket jedes Feld in sinnvoller Art und Weise genutzt wird. So, das ist für draußen, ist das völlig albern. Da, einen Moment noch kurz. Ich habe zwei Grundrechte angeführt und daraus abgeleitet, noch, wofür das alles wichtig ist. Also für die Innovationskraft, auch für die Wirtschaft ist es wichtig und für noch ein paar andere Sachen. Ich habe es mir leider jetzt nicht mehr im Kopf. Aber in welcher Art und Weise, dass diese Grundrechte dann tatsächlich für den Einzelnen gefährdet, steht das drin? Ja, ich glaube, so in etwa habe ich es geschrieben. Also in unserem 1254-Seiten-Stärken Antragsbuch kannst du das nochmal nachlesen. Danke. Ja, jetzt eine Zwischenfrage. Eine Zwischenmeldung. Also ich persönlich würde es eigentlich sehr sinnvoll finden, das Ganze eigentlich unter dem Kartellgesetz oder der Kartellgesetzgebung bzw. unter der Verhinderung einer Monopolbildung laufen zu lassen. Also es gibt mehrere Ansätze. Das eine ist diese Infrastrukturmonopolgeschichte, klar. Und Telemediengesetz kann man eben auch Regulierung machen. Es gibt vergleichbare Regulierungsbehörden im Energie-, im Strombereich. Ich glaube, ein paar andere Bereiche auch noch. Telekommunikation an sich wird auch schon reguliert. Also es ist nicht so wahnsinnig Neues. Es ist nur eine Ausdehnung auf das Internet, um der Bedeutung eben auch gerecht zu werden. So kannst du nicht verschwinden. Oh. Ja. Das ist gut. Ja, danke. Ich hatte jetzt zwei Fragen. Also einmal die Frage, wie man es nach draußen vermittelt, stellt sich natürlich auch, weil das kann man, glaube ich, muss man, glaube ich, in Ruhe diskutieren. Meine Frage ist jetzt
Kuli hat es ja vorhin auch angesprochen, also einfach zum Thema Netzausbau und so, in dem die Provider auch investieren müssten und das ähnliches immer tun. Hast du dazu irgendwas in dem Antrag oder woanders, dass man da irgendwie Anreize schafft? Oder ist das irgendwas, wo wir sagen, dann muss ich eben trotz der Regulierung, die wir eben vorhin selber regeln, also irgendwie marktwirtschaftlich regeln? Und die zweite Sache ist, was machen wir beim Papierdruck? Also, wir hatten es eben ganz unendlich ausgehen, das sind wir eben die Frequenzländer nicht. Aber wie könnte man da irgendwie einen sinnvollen Ausbau erreichen, damit eben die Argumente zumindest weniger bedeutungsvoll werden, die sind dann immer ins Feld führen. Ja, aber das Papierdruck reicht nicht aus, um einen Traffic vielleicht priorisiert durchzulassen. Also im Mobilfunkbereich ist es sogar tatsächlich so, dass wir das schon drinstehen haben in unserem Grundsatzprogramm unter dem ganz tollen Titel Das elektromagnetische Spektrum. es ist einer der Gründe, warum es nicht einfach nur ein neues Kapitel im Grundsatzprogramm ist, sondern weil es so geschrieben und formuliert und gemacht ist, um ein bisher bestehendes Kapitel in unserem Grundsatzprogramm zu ersetzen, wo eben auch genau diese Geschichte mit Mobilfunk drinsteht, mit diesem elektromagnetischen Spektrum. Den Inhalt habe ich allerdings weitestgehend umgestellt. Also es ist kein Ziel davon, irgendwas abzuschaffen, was momentan in unserem Grundsatzprogramm steht, aber es gab so Begriffe wie elektromagnetisches Spektrum, das ist einfach raus. SDM-Spektrum, das ist Wahrheit. Ja, das, was da schon drinsteht und was auch in meinem Antrag weiterhin drinsteht, ist, dass die Frequenzvergaben, die ja vom Staat vergeben werden, verkauft ist ja, wer wie viele Frequenzen nutzen darf, das ist eben unter dem Gesichtspunkt der Netzneutralität und der Konnektivität geschieht. Das ist halt ein Grundsatzprogramm, da steht jetzt nicht ganz genau drin, wie und wo und was und unter welchen Bedingungen und schießt mich tot. Aber es ist berücksichtigt, dass die Vergabe von Frequenzen eben darauf geachtet werden soll, dass es jetzt nicht irgendwie einen Monopolist kriegt und der macht ja nichts mit den Frequenzen, weil er irgendwie sein Festnetz teurer verkaufen will oder sowas. Zu den Breitbandgeschichten, zu dem Festnetzausbau, habe ich drinstehen, dass Breitbandausbau eben gefördert werden soll, beziehungsweise dass das unser Ziel ist, auch in ländlichen Regionen und überhaupt überall eine vernünftige Breitbandanbindung hinzukriegen, damit eben auch nicht eine räumliche Diskriminierung stattfindet, die momentan eben ja, auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, weil es in der Stadt einfach mehr lohnt, dass die Breitband mehr auszubauen, momentan stattfindet. Wenn man irgendwo in einem Hochhaf in Hinterrupfingen wohnt, hat man momentan schon ein bisschen das Problem, dass man eben an diesem Breitbandinternet nicht so wirklich teilhaben kann. Und es ist drin formuliert im Antrag, dass wir einen flächendeckenden Breitbandausbau haben wollen, aber durch welche Maßnahmen, ob wir denen jetzt Kohle zuschießen oder sowas, das gehört meiner Meinung nach nicht ins Grundsatzprogramm. Aber im Wahlprogramm haben wir ja zum Beispiel auch konkretere Sachen drin für Breitbandberg. Gut, die Details finde ich auch nicht so wichtig, weil ich dann durchaus, wenn jemand danach fragen würde, eben auch sagen würde, ja, Moment, das haben wir vor, der Rest ergibt sich im Gesetz, wenn es irgendwann mal so weit kommt. Ja. Das ist ja dann, wir können ja nicht die ganze Arbeit vorher machen. Also speziell wir sind ja in der angenehmen Position, dass wir ein Wahlprogramm haben, wo das schon ein bisschen präziser ausformuliert ist. Und das ist natürlich für jede Wahl, wenn wir den Wähler irgendwie was kommunizieren müssen, wichtig, dass wir dann gut über die Fische machen. Inwieweit berücksichtigt dein Antrag etwas, was das Netz, also Netzinfrastruktur für sich als neutral betrachtet, aber durch einen technologischen Ausbau in dem Sinne, dass zum Beispiel Content-Repeater näher an die Kunden gestellt werden, zum Beispiel YouTube verdoppelt, dupliziert sein Content an unterschiedliche Stellen im Netz und schickt ihn dadurch besser an die Kunden, weil er näher zum Kunden ist, als von einer zentralen Stelle aus berücksichtigt. Also das Netz für sich ist ja dann neutral, aber YouTube besser als der Rest. Wenn YouTube das so macht und es investiert und eine Verbesserung schafft, ist es ja schön für alle.
Also Innovation, also es soll ja nicht so sein, dass wir hier den Netzstalinismus kriegen, dass alle gleich gut oder gleich schlecht sein müssen. Man muss nur die Diskriminierung rauskriegen, Diskriminierung anhand von räumlichen Gründen, anhand von finanziellen Stärken oder anhand von Content einfach, weil der mir nicht schmeckt. Aber wenn natürlich jemand seinen Dienst verbessert kriegt, auf welche Art auch immer, sehe ich da jetzt kein Problem. Deshalb habe ich da also die Gefahr, dass das zu der Monopolbildung kommt, ist auch wichtig. Und dem ist ja auch mit dem Thema in dem Gesamtpaket. Ja, klar, aber ob jetzt die Monopolbildung dadurch verhindern muss, dass man die Anbieter künstlich irgendwie schlecht hält, ist wahrscheinlich nicht so. Das ist der beste Schluss. Ja, können wir später noch ein bisschen weitermachen. Ich muss mal gucken, dass wir die anderen Vorträge noch einigermaßen bekommen. Ich sage dir auch danke, auch ein ganz Prozent für dich.